Was ist denn los? Knallt heute aber auch. Sabadi, liebe Weltreisefreunde, hier ist wieder Arkadi, wieder aus Laos, immer noch in Luang Prabang und ich will mir den großen Wasserfall ansehen. Ja, aber nicht heute. Nein, morgen im nächsten Video. Heute gibt's für euch was anderes. Aber erstmal fahre ich mir so ein komisches Jum-Jum-Ding rein. Das einzige Essen, was wir hier im Hotel kriegen können. Und ich habe gerade keine Lust raus. Später fällt mir das hier rein. Fetten Hunger heute. Ich gehe mich jetzt durchfressen hier in Laos. Mal gucken, was mir so unter die Finger kommt. Ist das ein Anwesen hier? Ich glaube, das wird mein Haus später. So, ich glaube, ich esse jetzt hier Reis oder Nudeln, ich weiß noch nicht. Mit einheimischen Restaurant. So schaut's aus. Ich weiß noch nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme Reis. Boah, das sieht gut aus. Das sieht spicy aus. Und das hier auch. Aber das reicht mir. Hier. Das. Nicht so ganz nach meinem Geschmack. Aber heute geht es wieder mit Stäbchen essen wahrscheinlich. Wobei Reis mit Stäbchen, das ist eine Herausforderung für mich. Ich habe es mit Nudeln gegessen. Ah, mal schauen, vielleicht gibt es ja auch vernünftiges Besteck dazu. Nein, heute keine Stäbchen, ihr Lieben. So, ich hau jetzt rein, wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht beim nächsten Fressstand. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Oh Mann. Und ich wollte noch weiter fressen gehen. Ja, ihr Lieben, das war super lecker, ja. Auf jeden Fall. Und extrem sättigend. Ich hatte voll den brutalen Kohldampf und ich habe es nicht geschafft. Aber ich wollte mich durchprobieren. Tja. Naja, diese Ecke hier auf jeden Fall. Das ist die andere Seite von Luang Prabang. Und hier sind eigentlich kaum Touristen. Hier sind auch nur Local Shops. Hier siehst du keine Touristenrestaurants wie auf der anderen Seite drüben, wo ja, der Tourismus nahezu explodiert. Nein, das hält sich hier in Grenzen. Hält sich hier halt nur in diesem einen Bereich. Und hier außen, da siehst du mal hin und wieder ein, zwei Weiße, sag ich mal. So wie mich. Und ansonsten sind hier eigentlich nur Einheimische. Und das finde ich immer viel interessanter als diese Touristenattraktionen, so, wo dann die ganzen Engländer und Deutschen und was weiß ich nicht, was zusammenkommen und da sich besaufen abends. Ja, so wie ich gestern ein bisschen mit denen. Egal. Ich gucke mal, ob ich noch was zum Knabbern kaufe oder nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt in den Supermarkt, denn da gibt es auch was zu holen. So.
denn damit hin? Lauter Pikachus. Bang, bang. Was ist denn das? Chicken Feet. Uiuiui. Hier ist auch Eier. Das ist für Candy. Hier wird alles verpackt. So, da war ich drin und fette Flasche Wasser rausgeholt. Und jetzt zurück. Jetzt müsste so langsam hier die Rush Hour beginnen. Gleich wird es super laut. So, und hier wird jetzt überall auch gegrillt und so weiter. So, gleich geht der Spaß hier los. Noch sind es wenig. Gleich wird's. Vielleicht kriege ich es gar nicht mit, weil ich düse jetzt ab. Ich gehe jetzt wieder über die kleine Brücke da vorne. Das ist die Old Bridge, in dem Video könnt ihr mehr darüber fahren. Und ich gehe jetzt nämlich wieder zum Fluss auf der anderen Seite, da hat man einen schönen Blick eben auf diese Brücke hier von Weitem. Und da will ich mir gleich ein Bier gönnen. Ein Bier, was man speziell in Laos trinkt. So, dann gehen wir mal. Ja, da ist der Abgrund. Nicht gerade ungefährlich, das Ganze. Aber was soll's, ne? Was ist das? Da ist noch einer. Da sind Mönche hinten drauf. So, ich bin angekommen. Die Sonne ist bereits unten. Hat natürlich sich wieder hingezogen alles. Und die Brücke ist fertig, die Leute gehen rüber, unglaublich. Das Häuschen ist auch da, da gab es vorher keins, null. Die sind fertig. Und ich, ihr Lieben, bin auch fertig. Nein, noch nicht ganz.
Feel low. Jetzt bin ich fertig. Und jetzt sage ich auch tschüss und danke fürs Zusehen. Nicht vergessen, den Daumen hoch und abonnieren. Abonnieren, liebe Freunde. Ansonsten gute Nacht, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und zwar geht es zum großen Wasserfall hier. Und da freue ich mich. Und ich hoffe, ihr auch. Also, tschüss.